Wie man unschwer erkennen kann, stehe ich hier vor dem For Honor-Plakat. Ich habe vorne nämlich angespielt, nicht hier, das ist der, die Business Area. Ich war in der Consumer Area, genau wie der Martin mit Watch Dogs 2. Und was habe ich gespielt? Ich habe den Multiplayer gespielt. Ich hatte die Wahl zwischen Multiplayer und Singleplayer und habe mir gedacht, der Multiplayer, das ist dann doch was mich mehr interessiert. Dementsprechend bin ich dann für den Multiplayer, habe ich mich eingereiht, beziehungsweise ich bin relativ schnell drangekommen. Fastpass war halt am Start. Und was haben wir gesehen? Also es hing an mit so einem Training, man hat mal die gesamten Basis-Gameplays des Spiels erlernt. Also man hat erlernt, dass es diese drei Blockrichtungen gibt, also den Kopf, links und rechts. Und wenn man in die gleiche Richtung blockt wie der Gegner, beziehungsweise angreift in die gleiche Richtung, in die der Gegner blockt, wird der Schlag geblockt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Kriegst du also Schaden, davon kannst du so 3, 4 Treffer wegstecken, je nachdem wie er dich trifft, wo er dich trifft und wie stark er dich trifft. Und wenn er dich dann getroffen hat, dann fällt es natürlich irgendwann tot um, spawnst allerdings wieder im Multiplayer. Was haben wir für eine Multiplayer-Map gespielt? Wir haben eine Art Conquest gespielt in einem Samurai-Kloster. Es war allerdings da egal, ob wir jetzt vorher Ritter, Samurai oder Wikinger ausgewählt haben. Am Ende wurden die Teams einfach nach unserer Sitzposition, also die eine Fünfer-Reihe war halt in einem Team und die andere Fünfer-Reihe war im anderen Team. Also es war relativ egal, in welcher Fraktion man war. Ob das im fertigen Spiel so ist, weiß ich leider nicht. In der Consumer Area kann man ja eher weniger Fragen stellen. Aber an sich war das Gameplay sehr, sehr lustig, auch wenn man sagen muss, dass es halt aufgrund der Tatsache, dass wir das alle noch nicht so richtig gut konnten, wir auch mit einem Controller, mit dem PS4-Controller gespielt haben, den viele von uns nicht kannten, weil wir an sich, ich habe mich da mit den restlichen Spielern nachher noch unterhalten, das waren größtenteils PC-Spieler, waren wir mit dem PS4-Controller nicht vertraut, das ist am Ende also mehr in so ein Hauen und Stechen ausgeartet, also dann unter Stress ein paar Buttons gesmashed und dann hat man am Ende dann doch noch den Gegner irgendwie umgehauen oder ist halt selber umgehauen worden. Das hat dann am Ende mehr mit Glück als mit Skill zu tun. Nichtsdestotrotz war das Spiel sehr, sehr spaßig und ich freue mich auf mehr, gerade wenn ich es dann mal am PC anspielen darf, wenn sich's und um zu gucken, wie sie das dann umgesetzt haben, weil ich kann mir vorstellen, dass die Steuerung am PC um einiges schwieriger wird als mit dem Controller, weil ich halt keine zwei Thumbsticks habe, die ich irgendwie spontan in drei Richtungen drehen kann. Das ist mit der Maus eher schwierig. Deswegen bin ich gespannt, wie sie das umsetzen. Freue mich aber ansonsten und bin positiven Mutes, dass dieses Spiel eigentlich ganz ordentlich wird. Ich weiß nicht, wie tief es wird. Ich habe halt nur eine Karte gespielt. Aber was ich gespielt habe, war sehr, sehr spaßig. Und es ist eine gute Balance zwischen dem komplizierten, relativ komplizierten Schwert-Gameplay, aber auch gleichzeitig dem Spielspaß auf der anderen Seite gelungen. Deswegen bin ich sehr gespannt und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage dann auf Wiedersehen.